Also Nestlé hat überall Wasserquellen aufgekauft und den Menschen in den Entwicklungs- und Schwellenländern zu einem großen Teil das Menschenrecht auf Wasser entzogen, indem sie da also tatsächlich Brunnen aufgekauft haben und den Leuten anschließend das Wasser in Flaschen verpackt verkauft haben. Also da müssen wir damit rechnen, dass das weiter fortgetrieben wird. Aber ganz wichtig ist auch noch, dass diese Verknappung der Nahrungsmittel, dass dahinter auch eine Strategie steht.